Der Mensch entstand durch eine Materialisation von Lichtwesen. Das heißt, dadurch, dass Lichtwesen ihren Lichtkörper bis auf die physische Ebene verdichteten. Und die Frage ist dann natürlich, warum? Warum wurden die Lichtwesen Menschen? Herzlich willkommen bei Exomagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Die älteste Frage der Menschheit, sie scheint noch immer nicht beantwortet. Wo kommen wir eigentlich her? Für Wissenschaftler steht fest, dass der Mensch vom Affen abstammt. Anhänger der großen Weltreligionen sagen, der Mensch wurde von Gott geschaffen. Einen großen Einfluss hatte auch der Schriftsteller Zachariah Sitchin und der behauptete, die Menschen seien von den Anunnaki als Sklavenrasse herangezüchtet worden. Und die Anunnaki seien, klar, Außerirdische vom Planeten Nibiru. Dies würde aus sumerischen Keilschrifttexten hervorgehen. Mit der Flut all dieser Theorien hat sich der Schweizer Autor Armin Risi beschäftigt und er ist sicher, die eigentlichen Wurzeln der Menschheit liegen im Kosmos. Ja, eben Begriff der Götter ist heute natürlich sehr geprägt durch Erich von Däniken. Bei Götter denkt man natürlich immer gleich an Außerirdische heute. Wobei der Begriff viel weiter gefasst ist und ich sogar diesen Begriff, wie ihn Erich von Däniken lehrt und vor allem Zachariah Sitchin, vor allem ihm gegenüber sehr kritisch bin, ich denke auch mit sehr guten Gründen oder begründeten Gründen. Er ist so bekannt dafür, Zachariah Sitchin, dass er die Geschichten von den sumerischen Schriften bekannt gemacht hat und erzählt die Geschichte von den Anunnaki und so weiter, nämlich hier sein erstes Buch. Das war die Originalausgabe mit dem englischen Untertitel, zu Deutsch, hier, zum ersten Mal Beweise, das ist hier der Titel, der Untertitel, for the first time proof, zum ersten Mal Beweise, die zeigen, wo, wann, wie und warum Astronauten von einem anderen Planeten die Erde besiedelten und den Homo sapiens schufen. Die deutsche Übersetzung, die erste Auflage hieß genau, also der Untertitel ist praktisch gleich im Deutschen, der 12. Planet, wann, wo, wie die Astronauten eines anderen Planeten zur Erde kamen und den Homo sapiens schufen. Alles gegründet angeblich auf den sumerischen Schriften, obwohl das sehr problematisch ist. Es hat sich mittlerweile rumgesprochen, wenn man die sumerischen Schriften wirklich liest. Und es gibt ja viele, die sumerisch können, im Gegensatz zu Herrn Sitchin, der gar nicht wirklich sumerisch konnte. Das ließ sich relativ leicht nachweisen, dass er das nicht kann, sondern dass er bestehende Texte, alles, was er zitiert, war ja schon übersetzt, hat er übernommen und dann gemäß seinen eigenen, zum Teil sehr freien Fantasie umformuliert mit der Behauptung, ich habe es jetzt richtig übersetzt. Dabei war es übersetzt. Der 12. Planet sei der Nibiru, dass es in unserem Sonnensystem einen 10. gibt, plus die Sonne und plus die Erde und wer noch, und der Mond. Und jedenfalls kommen sie auf die 12. Aber es wäre der 10. Sonnensystemplanet, dass die Sumerer den gekannt hätten, dass sie den Nibiru genannt hätten, dass von diesem Nibiru die Astronauten, sprich die Anunnaki, kamen. Und auf die, warum sie kamen, nämlich um Gold zu schürfen, weil die Atmosphäre ihres Planeten irgendwie Gold brauche. Das Interessante ist, wenn man die Schriften wirklich liest, sieht man, dass der Begriff Nibiru vielfach vorkommt, aber nur selten in einem astronomischen Zusammenhang und sicher nie für einen 12. Planeten. Auch das hier. Das hier lässt sich ganz anders, das ist kein Sonnensymbol. Es gibt ähnliche Rollsiegel, wo das auch so ist, mit ganz anderen Zeichen. Wenn man weiß, es gibt einen Rat der 12 und so, wo die Götter so dargestellt sind, das hat aber, weil das Sonnensystem, das Sonnensymbol ist im Sumerischen ein ganz, das heißt nicht Sonne. Und es gibt sogar Rollsiegel und Darstellungen, wo die echte Sonne und das nebeneinander sind. Wo ganz klar ist, das ist dann die Sonne und das nicht. Also auch das hier ist in keiner Weise ein Beweis. Und Anunnaki kommt sehr oft vor. Anunnaki heißt aber nicht Außerirdische, schon gar nicht vom Planeten Nibiru. Es ist heute alles übersetzt.
sogar transkribiert im Computer. Man kann einfach Anunnaki eingeben und Nibiru und schauen, es gibt keine einzige Stelle in den sumerischen Schriften, wo Nibiru und Anunnaki zusammenkommen. Es gibt keinen Hinweis, dass die Nibiru, dass Anunnaki irgendwelche Außerirdischen vom Nibiru wären. Und nicht mal das mit dem Goldschürfen stimmt. Die Frage ist dann, was steht denn in den sumerischen Schriften? Wenn man mal das Ganze vom Sitchin wegwischt und wirklich mal schaut, was wirklich da steht. Ich werde am Schluss des Vortrags einen ganz interessanten Einblick geben, auch gerade werden die Anunnaki wirklich sind, gemäß den sumerischen Schriften. Tja, um die ganze Wahrheit herauszufinden, da müsste man wohl die Außerirdischen selbst fragen. Und genau das will der Rentner Martin Wiesengrün auch getan haben, als er 1957 von den Fremden auf eine Spritztour in deren Raumschiff eingeladen wurde. Die verblüffenden Antworten erfahrt ihr in diesem Video. Der norwegische Filmemacher Tadir Toftenes hingegen glaubt, dass die Außerirdischen seit den Anfängen der Menschheit auf der Erde ein- und ausgehen und dabei eine bestimmte Agenda verfolgen, bei der die Menschen eine wichtige Rolle spielen. Und was denkt ihr dazu? Hinterlasst mir euren Kommentar und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Den gesamten Beitrag findet ihr jetzt auf ExoMagazin TV. Gleich mal reinschauen. Also dann, bis zum nächsten Mal.